Sie muss beweisen, dass sie arbeiten kann, und das hat sie geschafft. Seit November 2016 ist Cornelia Wegscheider in einem Drogeriemarkt in Wien-Otterkring angestellt. Genau sein, ordnen, schlichten und Kundinnen beraten. Das hat sie gelernt und das kommt ihren Fähigkeiten entgegen. Die Kolleginnen im Team sagen, Cornelia sei eine von ihnen. Sie ist sehr hilfsbereit, freundlich, lieb, starke Persönlichkeit. 15 Wochenstunden ist sie angestellt. Keinen Tag hat sie bis jetzt gefehlt. Arbeit ist für sie mehr als nur Geld. Sich auch ernst genommen fühlen und eine wichtige Aufgabe haben, ein bisschen eine Verantwortung zu haben, selbstständig zu sein und auch unabhängig in gewisser Weise von den Eltern. Auf den ersten Blick ist das ein Musterbeispiel für gelungene Inklusion am Arbeitsmarkt. Leider hat die Geschichte einen gewaltigen Haken. 2015, nach Abschluss einer integrativen Lehre, wurde Cornelia in einer Baumarktkette angestellt, die insolvent wurde. Danach ein Jahr Arbeitssuche, erfolglos. Das Arbeitsmarktservice AMS schickt daraufhin Cornelia in die sogenannte Gesundheitsstraße der Pensionsversicherung. Nach Jahren der Ausbildung soll nun überprüft werden, ob Cornelia überhaupt arbeitsfähig sei. AMS hat mich zu BV geschickt, leider. Und haben leider geschrieben, dass ich arbeitsunfähig bin. Und da habe ich mich so geärgert. Und die Mama hat sich auch darüber sehr geärgert. Also das war zum Schreien, es war entsetzlich. Ja. Es war auch für die Conny ein totaler Knick, weil sie ja gewusst hat, dass sie gearbeitet hat. Und wie kann das denn jetzt sein, dass sie plötzlich arbeitsunfähig ist? Cornelia hat Einspruch gegen diesen Bescheid erhoben. Denn die Frage ist, ob eine Allgemeinmedizinerin die richtige Sachverständige ist, um Menschen mit Behinderung zu beurteilen. Schreibst du mal auf. Schon gar nicht, wenn das so läuft, dass eine Medizinerin, die die Conny überhaupt nicht kennt und sie auch noch nie erlebt hat, wie sie arbeitet, einfach so etwas schreiben kann, so ein Gutachten schreiben kann mit so einem Ergebnis. Nach ihrem Einspruch wurde ein Verfahren eingeleitet. Nun liegt der Akt beim Bundesverwaltungsgericht. Wir wollen von der Pensionsversicherung wissen, wie sich das erklären lässt. Arbeiten, aber gleichzeitig arbeitsunfähig sein? Die PV verweist auf das Gesetz. Zitat: Es kann durchaus sein, dass eine Person als Invalide oder berufsunfähig im Sinne des Gesetzes gilt, dennoch aber einer regelmäßigen Beschäftigung nachgeht. Es gibt auch keine Bestimmung, die dies untersagt. Macht es also keinen Unterschied, ob jemand arbeitsfähig ist oder nicht? Im Gegenteil, es hat weitreichende Folgen, sagt der Leiter des Fachbereichs Behinderung vom Fonds Soziales Wien. Wenn der Stempel arbeitsunfähig drauf ist, ist es ja nicht nur so, dass man Schwierigkeiten hat, am Arbeitsmarkt unterzukommen. Ich meine, es kann einen niemand verbieten, dass man am Arbeitsmarkt tätig ist. Ja? Aber was vor allem wegfällt, sind die ganzen Leistungen, die vom Arbeitsmarktservice zur Verfügung gestellt werden. Da ist eine Grundvoraussetzung die Arbeitsfähigkeit. Ansonsten bekommt man keine Fördermaßnahmen des AMS. Und da liegt vor allem das Riesenproblem drinnen. Cornelia verliert auch ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und wer weiß, vielleicht auch auf die Pension, obwohl sie eine Anstellung hat, ein Gehalt bezieht und in die Sozialversicherung einzahlt. Ob das der richtige Weg ist, bezweifeln viele. Ich finde grundsätzlich, dass junge Menschen überhaupt nicht als arbeitsunfähig eingestuft werden sollen. Denn der springende Punkt ist, es ist eigentlich immer nur eine Frage des Arbeitsplatzes, ja? Des Matchings zwischen der Person, was die Person kann, und des richtigen Arbeitsplatzes. Laut UN-Behindertenrechtskonvention haben Menschen mit Behinderung ein Recht auf Arbeit, wie alle anderen auch. Auf dem Papier zumindest. Für die Behörde ist entscheidend, ob ein Mensch mehr als 50% leistungsfähig ist oder nicht. Eine Grenze, die viele kritisch sehen. Wir erleben das laufend, dass man, auch wenn man diese 50% Leistungsfähigkeit nicht schafft, trotzdem in Teilbereichen eine gute Leistung bringen kann. Und das wäre natürlich auch volkswirtschaftlich sinnvoll, dass jeder Mensch das, was er oder sie selbst beitragen kann, zum eigenen Unterhalt auch gut beitragen darf. Cornelia wurde nun ein zweites Mal begutachtet, diesmal von einer Psychiaterin und einer Psychologin. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Was vorliegt, ist ein Angebot ihres Chefs, stundenmäßig aufzustocken und in einer zweiten Filiale zu arbeiten.
Das macht sie glücklich. Ihre Arbeit, ihre Zukunft und ihre erste eigene Wohnung.